Hallo zusammen. Heute möchte ich euch den Begriff Strom, Spannung, Ladung und Leistung anhand eines Wassermodells erklären. Und zwar starten wir bei unserer Batterie. Bei so einer Batterie haben wir so etwa 3,5 Volt drauf. Die 3,5 Volt sind zwischen Pluspol und Minuspol. Und jetzt wisst ihr ja, beim Haus haben wir 230 Volt. 3,5 und 230. Volt, dem sagt man Spannung. Da könnt ihr euch im Wassermodell vorstellen, wie eine Fallhöhe von einem Wasserfall. 3,5, das ist sehr wenig. Das wäre dann einfach nur so eine kleine Schwelle, wo das Wasser drüber fliegt. Und 230, das ist schon recht viel. Auto gibt es, die bis zu 800 Volt durchgehen. Das ist schon sehr ein hoher Wasserfall. Das nächste, was wir uns anschauen müssen, das ist der Strom. Strom könnt ihr euch vorstellen, wie das Volumen des Wassers, das hier fließt. Das kann jetzt also ein kleines Bächli sein, das wäre dann ein kleiner Strom. Oder es kann ein riesiger Strom sein, der einen breiten Querschnitt hat. Zum Beispiel der Rhein ist schon recht ein grosser Strom. Ja gut, jetzt haben wir hier drin, in so einer Batterie, haben wir Ladung. Was ist denn Ladung? Ladung ist Strom mal Zeit. Also wenn ich jetzt hier drin mir vorstelle, ist ein volles Wasserglas, jetzt kann ich einfach anfangen, das Wasser ganz langsam rausleeren. Und wenn ich es rausleere, gibt es da so einen Stromfluss. Wenn ich wenig rausleere, geht es ganz, ganz lang, bis das leer ist. Wenn ich ganz viel Strom rausleere, dann ist das relativ schnell draussen. Die Ladung ist Strom mal Zeit und wird in Amperestunden wird das gemessen. Strom ist Ampere und Stunde heisst, in dieser Zelle habe ich jetzt 100 Amperestunden drin. Das bedeutet, wenn ich einen grossen Strom nehme von 100 Ampere, dann kann ich eine Stunde lang ausschütten, bis die ganze Ladung aus dieser Batterie draußen ist. Wenn ich jetzt den Strom kleiner mache und nur 10 Ampere rausnehme, dann kann ich 10 Stunden lang leeren, bis das Wasser draußen ist. So, und jetzt sind wir schon mal so weit. Wie ist es jetzt mit der Leistung? Die Leistung, Kilowatt, oder umgerechnet bei den Auto kennt ihr, bei den PS. 1 PS ist ja etwa 0,75 Kilowatt. Bei der Leistung, das ist jetzt der Strom, also die Dicke von dem, der da rausfließt, mal die Fallhöhe, mal die Spannung. Wenn ich eine grosse Leistung will, kann ich jetzt entweder eine grosse Fallhöhe nehmen, mal einen relativ kleinen Strom, oder ich kann eine kleine Höhe nehmen, aber ganz einen breiten Strom. Und in beiden Fällen habe ich eine grosse Leistung. Jetzt schauen wir mal an, wie das bei uns ist. Bei uns haben wir hier zum Beispiel 100 Amperestunden Batterien und wir haben 26 Volt Gesamtspannung, was nicht so viel ist. Die Leistung, die wir rausnehmen können, ist jetzt 100 Ampere mal 26 Volt, gibt also eine elektrische Leistung von 2,6 Kilowatt, die wir rausnehmen können und aus der Batterie können wir das eine Stunde lang rausfliessen lassen, die 2,6 Kilowatt. Wir haben bis zu 570 Amperestunden bei uns in den grössten Fahrzeugen. Also das heisst, bis zu 5,7 Mal die Ladung, die ich in einer Batterie, die ich hier vor mir habe, habe. Das bedeutet, man könnte sehr, sehr weit fahren, bis das Wasser alles draussen ist aus dieser Batterie.